Der Tag der Kinderhospizarbeit, den es bundesweit gibt, soll darauf aufmerksam machen. Auf die Arbeit mit schwerkranken Kindern. Denn viele wissen immer noch nicht, was Kinderhospizarbeit ist. Und viele wissen immer noch nicht, was das Besondere ist an einem Haus wie Balthasar zum Beispiel. Und dafür ist dieser Tag da. Der Tag der Kinderhospizarbeit ist ein Tag zum Hinsehen und nicht zum Wegsehen. Ich verbinde mit dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar einen Ort, wo Kinder so sein können, wie sie sein wollen, vielleicht nicht immer können zu Hause. Und hier können sie so sein, wie sie vielleicht auch möchten. Und wir geben ihnen Raum dazu und den Platz und kümmern uns dann auch noch um ihr körperliches Wohlbefinden. Wir begleiten dann die Eltern mit bei dem Aufenthalt und versuchen sie hier zu stärken, indem wir ihnen Raum für Gespräche geben, sie in der Pflege nochmal anleiten, wenn es Probleme gibt. Für die Öffentlichkeit, denke ich, ist es wichtig, dass man die Kinder, die eine lebensverkürzte Erkrankung, meistens haben sie ja eine Behinderung, sind mehrfach stark, mehrfach behindert, dass man denen auf ganz natürliche Weise begegnet, einfach normal in unsere Gesellschaft integriert und es als natürlich aufnimmt, dass es die Menschen in unserer Gesellschaft gibt, weil man sie oft nicht sieht. Und wir erleben die Kinder hier und sie wollen ein ganz normales Leben führen. Und die Öffentlichkeit muss ihnen im Grunde genommen dabei helfen. Das Kinderhospiz ist ja, finde ich, ein ganz besonderes Konzept. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir wieder hierher kommen, weil es zum einen hier ein Ort ist, wo ich mal richtig entspannen kann und loslassen kann, weil ich weiß, dass unsere Tochter hier absolut gut aufgehoben ist. Dass wir hier ganz viel Zeit für die Kinder haben. Abgesehen davon ist es auch ein Ort, wo wir uns immer wieder mit dem Thema beschäftigen können, ganz offen und ganz ehrlich, dass unsere Tochter sehr wahrscheinlich vor uns sterben wird. Ja, wenn irgendwas passiert und wir nicht mehr weiter wissen, können wir hier anrufen und wenn es möglich ist, können wir auch zwischendurch noch mal kommen oder können ein Gespräch führen. Das ist gut zu wissen, das so im Rücken zu haben. Und das haben wir auch schon genutzt und das ist sehr hilfreich. Ja. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Kinderhospizarbeit eine Selbstverständlichkeit wird. Dass dieses Haus, das Balthasar, eine Selbstverständlichkeit wird. Vor allem auch, wenn man darüber nachdenkt, was die Finanzierung anbelangt. Noch immer brauchen wir jedes Jahr 1 Million an Spenden. Und für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir das nicht mehr unbedingt benötigen, sondern dass Balthasar bei Kostenträgern und bei Politikern ankommt, dass die Kinderhospizarbeit ankommt und finanziert wird.